Servus, grüß euch, herzlichst willkommen zur wahrscheinlich traurigsten Flogaldo-Sendung ever, weil es ist Flogaldo Nummer 26 und ich habe heute eine traurige Mitteilung zu machen. Das wird heute die allerletzte Flogaldo-Folge. Jo, forever, ich will jetzt nicht behaupten forever, sondern zumindest einmal für die nächste Zeit. Ja, wo fange ich da am besten an? Also, ich habe gerade vorhin einen Blogartikel veröffentlicht. Warte mal, wichtig. Prost! Ja, ich habe einen Blogartikel veröffentlicht, wo ich da nochmal genauer beschrieben habe, was es da geht, warum ich jetzt diesen Schnitt mache, warum es zu Veränderungen kommt. Es ist ja nicht nur, dass ich jetzt mit Flogaldo aufhöre. Es sind einige Sachen, wie zum Beispiel, ich habe da eine kleine Schummelliste, die werde ich jetzt kurz da, auf die werde ich draufschielen. In den letzten 10 Jahren habe ich viel ausprobiert. Also es ist viel passiert in den letzten 10, 15 Jahren. Ich habe im zweiten Bildungsweg zum Beispiel Medientechnik studiert. Damals war mein ganzer Zukunftsweg war offen. Ich habe Pläne gehabt, ich habe mich in alle möglichen Richtungen habe ich mich theoretisch entwickeln können. Ich habe immer wieder Ideen gesammelt, ich habe vieles ausprobiert. Das hat sich jetzt alles in den letzten Jahren ein bisschen alles verengt, ein bisschen genarrowed. Spätestens jetzt, seit ein paar Wochen, seit mein Leben jetzt beruflich in eine andere Bahn geht, habe ich natürlich meine private Freizeit, meine Aktivitäten ein bisschen überdenken müssen, weil alles, was ich auch angehäuft habe, mir die letzten 10, 15 Jahre, das kann ich jetzt alles nicht mehr in meiner Freizeit einfach so weiterführen. Das ist einfach viel zu viel. Deswegen habe ich Listen erstellen müssen, wo ich sage, das ist wichtig, das mache ich weiter und das wird einfach der Schere zum Opfer fallen, mehr oder weniger. Und unter diesen Dingen, die ich in Zukunft nimmer machen werde, fällt auch Flogaldo. Ich mache so viele Sachen gleichzeitig, ihr wisst es, ich habe 17.000 Kanäle, der Gorminister kann da ein Liedchen davon singen, das war immer der größte Kritiker meiner 17 Kanäle. Das ist natürlich für mich zum Maintainen auch alles nicht einfach, weil ich müsste eigentlich jedem von meinen Kanälen ganz viel Liebe schenken, damit da was weitergeht. Aber so dadurch, dass ich jetzt so viele Kanäle habe, teilt sie sich eigentlich nur, die ganze Arbeit teilt sie zwischen den Kanälen auf und jetzt so kriegt jeder Kanal ein bisschen Liebe, aber nicht so viel, wie er eigentlich verdient hätte. Ja, deswegen habe ich mich entschieden, YouTube ist ab sofort der Fokus auf Rock und Metal. Ja, mein erfolgreichstes Konzept eben, Humaldo rockt, mein Humaldo rockt Kanal ist jetzt mein absoluter Hauptkanal, ich mache nichts mehr mit Games, ich mache keine Vlogs mehr, ich mache keine Checkaldo, keine Produkttests mehr, das ist jetzt alles auf Eis und ich konzentriere mich nur mehr auf Rock und Metal, das heißt Humaldo rockt, also die übliche, der Kanal geht normal weiter und Cronarion Media als Zweitkanal, den werde ich auch noch aktiv befüllen, weil da kommen ja so diese Music-Only-Geschichten her, also das wird ein bisschen musikbehafteter sein, da wird man mich nicht reden hören, sondern da geht es um Live-Musik, um normale Musik. Der nächste Schnitt, den ich vornehme, ist Twitter. Twitter war für mich schon seit längerem so ein bisschen ein Fragezeichen. Also ich bin jetzt seit fast 10 Jahren, ich glaube Ende August habe ich sogar mein 10-jähriges Twitter-Jubiläum. Und ich habe also Twitter fast von Anfang an miterlebt. Es hat sich sehr geändert in der Zwischenzeit. Am Anfang ist mir Twitter noch viel offener vorgekommen, man hat viel mehr erreichen können. Inzwischen tue ich mir relativ schwer mit Twitter. Ich komme mir eigentlich komplett verloren drauf vor. Ich weiß nicht, es fühlt sich für mich auch wie der falsche Platz. Also auf Twitter, ich fühle mich einfach nicht mehr wohl dort, wenn ich aktiv was poste. Deswegen habe ich auch entschlossen, Twitter wird ab sofort nur mehr als passiver Kanal verwendet. Das heißt, ich werde zwar Twitter im Auge behalten, ich werde es als Newsfeed verwenden, aber ich werde auf Twitter selbst jetzt keine großartigen Posts mehr machen. Ich werde dort nicht mehr um irgendwelche Konversationen suchen. Natürlich, wann wer mir schreibt auf Twitter, dann werde ich antworten, aber Twitter ist für mich jetzt passiv. Nicht passé, sondern passiv. Ja. Aber dafür hat Instagram einen ganz neuen Platz eingenommen. Also Instagram war für mich bis vor kurzem eigentlich nur so nur nebenbei mitgelaufen und war mir nicht so wichtig. Aber in letzter Zeit mit den neuen Features, vor allem mit den Stories, habe ich Instagram echt zu schätzen gelernt. Und ich denke, Instagram wird ab sofort quasi Twitter für mich ersetzen, was irgendwie so meine spontane Mitteilungsdrangigkeit betrifft. Das heißt, wenn es irgendwas Neues gibt, irgendeinen Blödsinn gibt, irgendwelche Impressionen gibt, dann gibt es die jetzt aus Instagram-Stories und aus Foto gibt es eher so Eindrücke. Ganz viel Musik wird es geben auf Instagram, also wenn ich wo live bin, wenn ich wo unterwegs bin, wenn ich Bands sehe, dann gibt es natürlich die Fotos ganz normal auf Instagram. Das heißt, das ist jetzt eigentlich so mein
Hauptkanal. Und ist eine schöne Geschichte. Ich weiß, Instagram gehört Facebook und Facebook ist böse, aber trotzdem, wenn wir schon von Facebook reden, da gibt es auch eine Änderung. Facebook habe ich ganz lange Zeit versucht, als privaten Kanal zu verwenden. Hauptsächlich, um mit Freunden und Bekannten in Kontakt zu bleiben und so. Das hat sich aber in den letzten 2-3 Jahren auch ziemlich geändert. Eigentlich, seit ich mit den Videos angefangen habe, seit ich mit YouTube angefangen habe, ist mein privater Facebook-Account immer mehr zum Promo-Account verkommen. Ich habe immer mehr Freunde eingeladen, Freundschaftseinladungen angenommen. Und jetzt habe ich, keine Ahnung, 600, 700, 800 Freunde und so. Also bekannte Freundeslisteneinträge sozusagen. Und ich habe zwar immer geschaut, dass ich eh nur vielversprechende Menschen quasi dazu nehme, aber trotzdem sind jetzt da wirklich schon 70-80% Leute auf Facebook, die, ich habe keine Ahnung, wer die Leute sind. Und das fühlt sich für mich auch nicht mehr richtig an. Ich will Facebook jetzt wieder ein bisschen mehr zu einem, was persönlicherem machen, also wo nicht mehr so viel los ist, nicht mehr so viel Stress ist, nicht mehr so viel passiert. Und wann was passiert, dann möchte ich die Leute, die dort posten, die möchte ich zumindest kennen, ja. Deswegen wird jetzt in den nächsten Tagen schon langsam so immer etappenweise Leute entfreunden. Und falls ihr dieses Video da jetzt nur auf Facebook seht, ich habe noch nicht entfreundet, wann ich das Ganze hochlade, das heißt, ich habe jetzt noch die Möglichkeit, das Video zu sehen. Sorry. Aber demnächst werde ich halt entfreunden, das ist ein scheiß, ein schlimmes Wort, entfreunden, entkontaktieren, alles Arsch. Und wenn ihr auch dabei seid, das heißt, wenn ihr in Zukunft draufkommt, dass ich euch entfreundet habe, dann bitte nehmt es nicht persönlich. Aber bei 600, 700, 800 Leuten, wenn ich wen nicht kenne, wenn ich mit dem noch nie ein Gespräch gehabt habe, wenn ich überhaupt mir nicht vorstellen kann, wer das eigentlich ist, dann will ich den einfach entfreunden. Sodass ich will wirklich nur mehr Leute drin haben, mit denen ich zumindest irgendwie eine persönliche Beziehung irgendwann einmal gehabt habe, also mich ausgetauscht habe, einen im richtigen Leben kenne, mit dem ich gesoffen habe, keine Ahnung. Ja, die Leute will ich auf Facebook behalten. Ja, aber wenn ihr mich trotzdem verfolgen wollt auf Facebook, es gibt ja die Möglichkeit, Accounts zu abonnieren. Das heißt, da ist man nicht befreundet, da hat man es dann abonniert und wenn ich dann was öffentlich poste, dann kriegt ihr das genauso in den Feed rein. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Möglichkeit. Das ist eigentlich so der klassische Feed eigentlich. Genau, das war Facebook, das wird sich ändern. Was habe ich nun alles? Instagram, YouTube, ja, den habe ich auch schon gesagt. Twitch bleibt unverändert, das heißt Montag und Donnerstags ab 21 Uhr tue ich Videospiele streamen. Das bleibt einfach so, das ist eh die einzige Zeit derzeit, die ich zum Videospielen aufbringen kann. Das heißt, das will ich mir nicht selber wegnehmen, sonst komme ich überhaupt nicht mehr zum Zocken. Discord, also der Discord-Channel, den ich eigentlich für Twitch aufgemacht habe, den werde ich auch behalten, also der Discord-Server nennt sich das, ja. Der ist zwar völlig tote Hose, da passiert überhaupt nichts. Aber ich möchte trotzdem, ich möchte ihm nur eine Chance geben. Das heißt, ich möchte dem Kanal in Zukunft mehr dazu benutzen, vielleicht irgendwo Gespräche zu führen und so, vor allem wenn ich jetzt auf Twitter und Facebook weniger unterwegs bin. Schauen wir mal, wann in einem halben Jahr sich auf Discord immer noch nichts tut, dann werde ich den dann vielleicht auch einfach mal wegschmeißen. Aber eigentlich ist Discord eine coole Geschichte, deswegen lasse ich den noch. Und last but not least, Websites, Blogs. Ich habe ja vor kurzem meine Website, die Hume-Page, meine altehrwürdige Hume-Page, die jetzt schon über 18 Jahre alt ist, bald schon 19, habe ich neulich eine Frischzellenkur verpasst. Das heißt, sie ist jetzt komplett neu gestaltet, wieder moderner und so. Und da werde ich jetzt wieder öfters Sachen posten. Das heißt, Sachen, die ich normalerweise in so einem Flogaldo-Vlog angesprochen hätte, so wie jetzt gerade, dadurch, dass das jetzt nicht mehr passieren wird, weil Flogaldo jetzt, weil Flogaldo der Schere zum Opfer fällt, werde ähnliche Sachen jetzt eher auf meinem Blog quasi auf der Hume-Page veröffentlichen. Das heißt, es würde mich freuen, wenn ihr da öfters mal vorbeischaut oder wenn ihr auf Instagram, geht auf Instagram, wenn ich was Neues schreibe, gibt es immer eine Story dazu. Das heißt, Instagram ist zurzeit wirklich so meine Anlaufstelle für alles. Homepage, Blogartikel, geschriebener Text, da bin ich jetzt wieder voll motiviert. Und sonst, wo ist das eigentlich? Das sind eigentlich die ganzen Änderungen, die ich jetzt so vornehme in den nächsten Tagen. Ja, es tut mir leid für Flogaldo, es tut mir leid, dass meine Katzen da nicht mehr ersichtlich sein werden. Vielleicht springen sie ja auf Humaldo Rockt öfters mal ins Bild. Es war ein tolles Abenteuer, da auf Flogaldo eigene Vlogs zu machen. Das hat mir echt Spaß gemacht und macht mir immer noch Spaß. Aber es ist für mich einfach nicht so wichtig, es hat keine so eine hohe Priorität.
dass ich es jetzt unbedingt mit Zwang aufrechterhalten muss. Ich will einfach Sachen reduzieren, sodass ich in meiner Freizeit wieder mehr Zeit habe, mich auf andere Sachen zu konzentrieren, wie zum Beispiel Musik. Musik wird in Zukunft wieder eine stärkere, größere Rolle einnehmen und natürlich muss auf der anderen Seite ein bisschen was reduziert werden. Außerdem, wenn ich nur mehr einen einzigen Kanal habe, also mehr oder weniger, sagen wir, Romaldo rockt als einziger Kanal, auf den ich mich voll konzentrieren kann, wird dort natürlich auch die Qualität steigen, weil ich jetzt nicht mehr meine ganze Aufmerksamkeit und meine Energie auf 17 verschiedene Plätze aufteilen muss, sondern weil ich jetzt nur mehr diesen einen Kanal und zumindest dieses Genre, diese Sparte, dieses Rock und Metal aus Österreich, dass ich das jetzt als Hauptthema habe, macht alles für mich viel leichter. Ja, das Ganze ist, ich kann nicht garantieren, dass das jetzt wirklich auf alle Ewigkeit so ist. Vielleicht bockt es mich nächstes Jahr eh und es wird wieder alles quasi revived. Das kann ich halt jetzt nicht sagen. Man muss es halt kämmer lassen. Man muss halt schauen, wie es kommt. Man muss schauen, wie es sich entwickelt. Die ganzen Kanäle bleiben ja. Das heißt, sie sind ja alle fertig aufgesetzt. Sie sind ja alle bereit. Ich tue sie nicht löschen oder was. Das heißt, sie sind halt einfach nur jetzt einmal eingewintert bei 30 Grad im Schatten. Herr Garminister, seien Sie froh, ab sofort müssen Sie sich nur mehr auf einen, zwei Kanäle konzentrieren. Ja, einer genügt. Romaldo rockt, mein Hauptkanal, mein Rock- und Metal-Kanal. Und ab und zu gibt es ja da Videos auf Chronerion Media. Das hat sein müssen. Ein würdiger Abschluss für den letzten Vlog, Aldo-Vlog. Die Katze kommt noch, die ist aber ein bisschen grantig. Deswegen wird sie wahrscheinlich nicht lang da bleiben. Schaut auch noch letztes Mal in die Kamera. Ricky, der Gary ist leider ganz woanders und beide gleichzeitig hin und leider jetzt büßt. Deswegen hat der Rico jetzt die Ehre, abschließend beim letzten Vlogaldo-Vlog, zumindest in nächster Zeit, dabei zu sein. Danke fürs Vorbeischauen, alle miteinander. Ich habe mich sehr gefreut darüber, über jeden einzelnen Kommentar, über jedes Feedback, über alle Reaktionen. Ja. Aber wie der Ricky schon richtig sagt, jetzt ist es vorbei. Pfiat euch. Es muss natürlich der Gary auch noch dabei sein. Da, Gary, sag Papa, pfiat euch, ciao, tschüss zum Publikum. Das war's. Das war jetzt nur eine Bonus-Action, eine Bonus-Szene. Das sind quasi so die After-Credits-Scene, wie es heutzutage eh so üblich ist. Jo. Boah. Jo. Puh. So ein Bier ist schon was Feines.